Hallo, so, wir sind zurück und jetzt hier quasi mal ganz alleine und dürfen über Legacy-Spiele reden. Ja. Und bekommen gleich den Rico zugeschaltet, wie wir erfahren haben, dass wir euch ein bisschen was sagen können, denn wir wollten uns bei Legacy so ein bisschen um das Thema oder über das Thema unterhalten, wie Legacy funktioniert und wie die Spiele sozusagen hier in dem Fall Divinus und unser Aeon's End Legacy die technologischen und redaktionellen Konzepte der Spiele unterscheiden und was da für Herausforderungen dahinter stehen. Gerade bei Aeon's End Legacy sind es ja gewaltige Herausforderungen gewesen, wie wir in der Geschichte des Spiels irgendwie nachher vielleicht noch ein wenig erzählen können. Definitiv. So, jetzt bin ich gespannt. Wir kriegen eine Zuschaltung. So, bisher. Und ich bin sehr gespannt, wie sie funktioniert. Ja. Ich will gleich überraschen. Hi. Ah, ich höre jemanden. Hallo. Hörst du uns auch? Es scheint zu funktionieren. ja, tue ich. Super. Top. Über was reden wir dann zuerst? Willst du über ein bisschen was über die USPs der einzelnen Spiele erstmal sprechen? So, was ist so das Herausragende? Willst du mal anfangen? Ich meine, mittlerweile weiß das zwar fast jeder, aber vielleicht erstmal ganz kurz zusammenfassen, was Legacy eigentlich bedeutet. Guter Punkt, ja. Legt ihr einfach mal los. Ja, also Legacy bedeutet ja im Grunde genommen, dass man ein Spiel, ich will nicht sagen einmalig spielt, aber es kann Teil davon sein, indem man Dinge verändert. Ne? Also dass man Aufkleber auf irgendwas drauf macht, Sachen zerreißt, geheime Umschläge aufmacht, neue Dinge findet, dass sich das Spiel also in deinem Spiel, in deinem Playthrough verändert und das zumeist nur ein einziges Mal ein Spielbar ist, weil man halt was gemacht hat. Ob man dann weiterspielen kann oder nicht, finde ich, ist nicht zwangsläufig jetzt ein Element von Legacy, sondern das ist kommt auf das Spiel so ein bisschen drauf an, wie es angeht. Aber es passiert bei vielen davon und ist auch irgendwie dann eine schöne Sache, weil man quasi am Ende der Kampagne so sein eigenes individuelles Grundspiel hat im Endeffekt dann, was eine eigene, ja, die eigene Geschichte, die man erlebt hat, widerspiegelt. Genau. Bei Divinus ist es, ich meine, wo ihr das jetzt schon angesprochen habt, also bei Divinus ist es so, dass man am Ende dann ein einzigartiges Spiel hat, mit dem man dann immer wieder einzelne Partien spielen kann, die sich dann aber nicht mehr weiter verändern. Wie habt ihr es bei Aeon's End? Also Aeon's End ist ein bisschen anders insofern, dass man die Elemente aus dem Spiel weiterverwenden kann. Das heißt, man hat sich ja dann hier, mein Aeon's End, ich weiß nicht, wer es kennt, man baut sich quasi einen Magier, man kämpft gegen große Bosse sozusagen. Und diese Bosse kann man übernehmen, die kann man also einfach in seine Sammlung von Aeon's End übernehmen. Man hat aber auch eben die Magier erstellt im Laufe des Spiels, die kann man natürlich übernehmen. Und es gibt tatsächlich ein einzelnes Kartenpack, ohne das jetzt zu spoilern sozusagen, das die Legacy-Karten, ich sag mal wieder so eine Art von Art zurücksetzt oder spielbar macht für die restliche Aeon's End-Sammlung. Ich würde sagen, bei dem Spiel ist es so, dass man 80-85% weiterverwenden kann und die anderen 15% sind quasi dann in Anführungsstrichen verspielt, weil man, weil es auch keinen großen. Man kann die Kampagne nicht nochmal spielen. Im Englischen gab es da so eine Art Reset-Pack. Das hat aber im Englischen schon niemand gekauft. Und wir hatten ganz viele Leute, die gesagt haben, ich habe das einmal gespielt, tolles Erlebnis, hat richtig Bock gemacht, beste Aeon's End-Partie, aber ich würde es jetzt auch nicht nochmal spielen. Deswegen hat das für uns keinen Sinn ergeben. Und das ist ja gerade das Besondere an Aeon's End, der ganzen Welt. Wir haben im Deutschen jetzt insgesamt mit der Legacy-Variante reingezählt, 4 Grundspiele schon veröffentlicht und 10 kleine Erweiterungen oder so. Mhm. Und alles ist eben kombinierbar. Und deshalb will man eigentlich Legacy auch nicht wieder zurücksetzen, weil man es eben kombinieren möchte mit allem anderen danach. Und das ist auch irgendwie das Besondere daran. Ja. Was bei uns mit Legacy eine ganz, also bei Aeon's End Legacy eine sehr große Herausforderung war, ist, dass wir das Spiel umgebaut haben. Das heißt also, das ist eine deutsche Produktion, weil wir alle unsere Aeon's End Spiele in Deutschland produzieren. Und das ganze Prinzip Legacy neu machen mussten. Also es gibt hier Umschläge und diese Umschläge haben wir komplett neu konzipiert.
Wir haben auch die gesamte Legacy-Kampagne, wie sie auf den Karten dann vorgetragen wird, neu konzipiert. Das war eine ziemlich große Herausforderung, weil wir natürlich schauen mussten, wie geht das in Deutschland? Wie kriegen wir es auch finanziell gestemmt? Viele Leute, die Aeon's End kennen, die kennen das vielleicht, dass wir das im Vertrieb von Pegasus hatten. Wer die jetzige Aeon's End Legacy-Schachtel sieht, wird da keinen Pegasus drauf sehen. Das liegt daran, dass wir das tatsächlich mit Pegasus zusammen nicht machen konnten. Das wäre viel zu teuer gewesen. Und wir wollten das Spiel aber in einem normalen finanziellen Rahmen lassen. Wir sind tatsächlich mit dem Spiel so teuer gewesen, wie damals die englische Kopie, die in viel größerer Auflage und in China gedruckt und vor 5 Jahren oder was produziert wurde. Sind wir sehr stolz drauf, dass wir das zu dem Preis in einer deutschen Produktion so anbieten konnten. Da sind etliche Stunden reingeflossen. Und wie gesagt, gerade das Neubauen der ganzen Legacy-Kampagne war echt ein brutaler Arbeitsaufwand, den wir aber einfach machen wollten, weil wir gesagt haben, das muss, wir wollen jetzt nicht sagen, komm, lass uns das jetzt in China machen, wird schon irgendwie gehen, dann wären die Spiele nicht kompatibel gewesen. Und klar hätten wir das machen können, war auch im Raum gestanden, weil wir gesagt haben, naja, ist ja Legacy, kann man nur einmal spielen, so. Vielleicht machen wir nur eine Art, wie soll ich sagen, Compatibility-Pack sozusagen, um dann die Sachen, die wir jetzt einfach weiterverwenden können, dann in Deutschland nochmal zu kaufen, sozusagen als Erweiterung. Aber das war alles so halbgar und ich habe gesagt, nee, komm, wir kriegen das hin. Und dann haben wir es mit ein bisschen Verspätung, das ist ein gutes Jahr später rausgekommen, als es hätte sollen, fertiggebracht. Wie war das bei dir so? Was waren Wenn ihr sagt, dass das ja im Prinzip bau dir deine eigene Erweiterung ist, was das Legacy bei euch macht, dann ist ja wirklich wichtig, dass sich das zusammenmischen lässt, dass alles zusammenpasst und so. Wir haben bei Divinus ein Recharge Pack, weil das ja eben dieses Thema war. Ich habe selber tatsächlich noch nie eins benutzt, aber ich weiß, dass ich, als ich das erste Mal mir ein Legacy-Spiel geholt habe, mir das dazu geholt habe, weil das die Schwelle einfach gesenkt hat. Dann fühlt man sich ein bisschen sicherer damit, so ein Spiel, was man halt nur einmal spielen kann. Aber ich habe ja das Ding, ich kann es zur Not nochmal spielen. wenn ich dann im Endeffekt eigentlich zufrieden mit meiner Geschichte war. Und man will ja eigentlich, man bekommt da zum Teil beim nochmal Spielen so einen Blick hinter die Kulissen, den man vielleicht gar nicht haben möchte. Mhm. Weil manchmal das Verzweigen dann vielleicht doch nicht so groß ist, wie man denkt beim ersten Spielen. Das ist bei unserem Divinus halt ein sehr besonderes Ding, weil viel von dem Verzweigen auch die App übernimmt und man gar nicht weiß, was da alles hinter den Kulissen passiert. Also da sind dann halt, also klar gibt es auch Umschläge und alles, aber alles, was drinsteckt, was drinstecken kann, sieht man nie, weil das halt in der App versteckt ist, was noch an Dingen passieren kann. Wie kann man das größer ziehen, habe ich mir sagen lassen? Ah, guck mal hier, so, wenn man was sieht. Ihr hattet ja auch gemeint, dass man von wegen Sticker auf alles Mögliche machen. Bei uns ist eine besondere Herausforderung, dass wir ja Würfel haben, auf die dann gestickert wird, wo dann besondere Seiten draufkommen. Und was halt in den meisten Tests auch gut funktioniert, gut hält und so. Aber Würfel sind halt schon was man häufig in der Hand hat, häufig umherwürfelt und so. Habt ihr Sticker auf Karten? Das wäre ja so das Äquivalent, das immer wieder gemischt wird. Ja, und dann hat man tatsächlich. Und das war eine der größten Herausforderungen in der deutschen Produktion, weil wir gucken mussten, wie hält der Sticker. Wir haben linierte Karten, also liniert sei schon, mit Leinen beschichtete Karten. Da muss man gucken, hält der Kleber drauf? Funktioniert das? Wir haben uns dann hingesetzt. Ich hatte tatsächlich das Problem, lustigerweise, mit dem Originalspiel, dass mir die Sticker immer wieder runtergeflogen sind. Die klebten dann immer hinten auf irgendwelchen Karten drauf. Ja. Theoretisch hatte Aeon's End ja den Ding, dass man nicht mischt. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Aber tatsächlich, ich werde ja nichts spoilern, falls Leute noch Legacy spielen wollen, aber es kommen auch Aufkleber auf anderen Karten und die mischt man durchaus.
Und da sind sie halt immer auch immer runtergeflogen. Also sie sind trotzdem irgendwie runtergeflogen. Und die ganzen Leute, die jetzt bei uns gespielt haben, wir sind jetzt schon in der zweiten Auflage, hatten das nie als Problem gemeldet. Also würde ich jetzt mal behaupten, Mission accomplished an der Stelle. Das hat gut funktioniert, aber es war schwierig. Es war echt schwierig, dass das da drauf geht. Da haben wir uns auch hingesetzt und haben Karten geklebt und dann gemacht und gerubbelt und geguckt, ob es runterkommt. Das war schon ganz lustig, ja. Ich kann mich noch bei einem anderen Spiel, was wir gemacht haben, daran erinnern, dass wir da auch so einen Langzeitklebetest hatten. Da war noch das Besondere, dass die wieder abgehen mussten, die Aufkleber. Und dann hat das Ding für ein halbes Jahr gelegen und wir haben immer wieder geschaut, lässt sich noch ablösen. Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Ich schreibe gerade einen Chat, Aeons and Legacy Sleeven, Problem Solved. Ja, schon. Aber das will man ja, also das ist eine Herausforderung redaktionell. Ja, du willst es ja nicht voraussetzen. Klar, kann man das machen als Kunde am Ende des Tages. Aber ich finde ja immer, wenn man das nicht auch so gelöst hat, hat man ja als Redaktion direkt versagt, ne? Also dann ist einfach ein schlechteres Produkt geworden. Das finde ich schon wichtig, dass es von alleine klappt. Klar kann man sagen. Beziehungsweise müssten wir die Sleeves dann mit reintun, wenn genau, wir sagen, wenn das notwendig wäre, gesleeved werden. Ganz genau, müsste es mit reingehen, korrekt. Und das finde ich schon wichtig. Einer fragt so, Legacy sagt generell, mich schrecken mehr Rating ab, zum einen widerstrebt es mir, ein gutes, neues, unbeschädigtes Material zu zerstören und es entsteht euch sehr viel Müll. Tatsächlich ist das nicht, wieso, wie gesagt, bei Aeons and Legacy kannst du es weiterverwenden, bei Divinus kannst du es weiterspielen, das ist also mitnichten der Fall. Und man kann natürlich dafür sorgen, dass das Spielmaterial, wenn es denn so ist, ich nehme mal die Exit-Spiele zum Beispiel von Cosmos, die sind alle ohne Probleme wiederverwertbar. Also der Müll, der da entsteht, das ist teilweise extra beschichtet oder nicht beschichtet, sollte man sagen, dass kein Plastik drin ist, wie das bei unseren Earthbound Rangers Karten auch der Fall ist. Ja. Die sind komplett, also das ist nichts anderes, wie wenn du eine Zeitung liest, im Grunde genommen, könnte man fast schon sagen. Also es hält sich in Grenzen. Das kann später ganz einfach wiederverwertet werden. Und das ist bei solchen Elementen dann auch wichtig, damit man das auch, also sonst würde ich dir recht geben. Das mit dem Wiederspielding, das ist immer so eine spannende Sache. Es gibt ja viele Leute, gerade wenn man mehr spielt, dann spielt man eigentlich gar nicht so viel wieder. Ne? Also viele Leute haben ja eher das Problem, sagen, hey Mensch, wie lang darf so eine Legacy-Kampagne sein? Wie ist es bei Divinus? Wie lange spielt man da ungefähr? Was ist so der... Ich glaube, es waren 12 Partien. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, es waren wirklich 12 Partien. Das ist auch ein gutes... Jede ihren eigene Box haben, wo dann auf jeden Fall was Eigenes in dir von den Partien hast. Das finde ich auch so ein gutes Ding, tatsächlich. Mhm. Also in dem Rahmen sollte es sich bewegen. Wenn man irgendwie 40 Partien oder was oder 30 Partien spielen muss, dann ist eben die Frage, dann ist man schon, ne, hat man schon das große Problem, wann soll ich das denn machen? Und das musst du dann mit der gleichen Gruppe, du willst ja die Erfahrung haben und so. Was halt ein Legacy-Spiel macht, was dir kein anderes Spiel so geben kann, ist, dass man halt diesen Überraschungseffekt hat. Also was man aus Computerspielen ohne Probleme kennt, ist halt, was ein Legacy-Spiel dir am Tisch machen kann. Und diese Erfahrung ist schon ziemlich einzigartig. Ne? Du sitzt mit deinen Freunden am Tisch, du machst was auf, wirst überrascht, alle sagen, boah, was passiert hier? Ne? Im besten Falle natürlich. Und das ist eine Erfahrung, die kann man schwerlich replizieren. Und Spiele generell, wir hatten erst vorhin hier off-camera eine schöne Unterhaltung, Spiele sind Entertainment, ne? Also du kaufst das Spiel, aber du kaufst die Spielerfahrung mit deinen Freunden. Ich sage immer, ich gehe abends donnerstags zu meiner Spielerunde, ein Spiel, das ich da gekauft habe, was ich mir den spiele, da habe ich mir eine geile Zeit mit meinen Freunden gekauft letzten Endes. Und das ist, was Legacy-Spiele dann auch halt machen, ne? Du hast eine geile Erfahrung, deswegen... Wenn du sagst, du hast da so ein bisschen Probleme mit, versuch's mal mit einem coolen Legacy-Spiel, da kann man richtig geil, eine richtig geile Zeit mit seinen Freunden, Familie haben. Und es ist eben auch jedes Mal eine individuelle Zeit, also irgendwie fühlt sich die Kampagne, die ich gespielt habe in meiner Gruppe, anders an, als die jede andere Gruppe gespielt hat. Ich habe Legacy zweimal durchgespielt tatsächlich, einmal die englische Version vor ein paar Jahren und die deutsche jetzt wieder, nachdem ich sie hatte. Mhm. Und es war so unterschiedlich, das Erlebnis, so unterschiedlich, welche Gegnerherausforderungen waren, so unterschiedlich, wie sich die Charaktere entwickelt haben, so unterschiedlich, wie Dinge freigeschaltet wurden im Spiel, dass einfach jedes Mal was Neues war. Ja, genau. Ja, ich finde, da leben solche Spiele. Weil,
Weil du Überraschungen angesprochen hast, bei Divinus ist es so, dass manchmal dass die Partie da dann auch unterbrochen wird. Jetzt gibt es neue Regeln, irgendwas hat sich verändert und dann darf man was während der Partie aufmachen und ändern. Hat natürlich so ein bisschen den Nachteil, dass man dann unterbricht und nochmal ein bisschen Regeln lesen muss. Aber dieser Überraschungseffekt ist natürlich noch größer, weil man überhaupt nicht damit rechnet, vor allem wenn es halt aus dieser App rauskommt, die einem dann plötzlich erzählt, so jetzt darfst du. Wie ist es bei Aeon's End Legacy? Wir haben auch ein paar Überraschungen. Ich würde jetzt spoilern, wenn ich sage, wie. Die größte Überraschung, die in der Schachtel ist, hat uns alle am Tisch mitgenommen. Ich werde nicht spoilern, wann sie passiert. Die war wirklich, dass wir alle gedacht, also die hat uns wirklich vom Tisch gehauen. Das war sehr amüsant. Und das war auch wichtig für uns, dass wir das aus dem Englischen natürlich auch replizieren im Deutschen, was besondere Herausforderung hier war. Ich verrate nicht wie, aber ich bin gespannt, was andere dazu sagen. Und das ist, ja, wenn sie gut funktioniert, wenn so eine Überraschung in dem Legacy-Spiel funktioniert, ist das schon einfach mega. Ja. Zu dem Müllthema wollte ich auch noch, also du hast es schon vollkommen gut gesagt, aber generell sind Brettspiele halt auch was, wo einfach extrem wenig Müll anfällt. Einfach dadurch, dass die Umverpackung ja schon das ist, was wir dann auch im Regal stehen haben. Die meisten anderen Produkte, da schmeißt man das weg, was wir hinstellen und uns drüber freuen. Und auch wenn da was drin ist, also die Zip-Beutel und alles, das benutzen wir ja im Endeffekt weiter. Und deswegen. Da fällt so wenig tatsächlicher Müll an und gerade ein Legacy-Spiel, was man dann noch aufhebt und weiterspielen kann, wie bei Divinus, wo man es immer wieder spielen kann, oder bei Aeon's End, was man dann einbauen kann in die anderen Spiele, das ist ja dann auch nicht Müll in dem Sinn, das sind dann halt nur Ja. ein paar kleine Elemente, die wegfliegen. Hier schreibt einer hier im Nighty Blade im Chat, schreibt, Aeon's End Legacy haben wir im letzten Winter durchgespielt und ist seitdem in meiner ewigen Top 5. Ja, also das ist halt genau die Erfahrungen, ne? Weil man halt eine geile Zeit hat. Und man sich die Zeit sozusagen gekauft hat, ne? In dem Hinblick. Was ich kurz noch sagen wollte, ist, wir haben ja gerade eben, ich glaube, da kann man es mal weiter drücken, weil wir haben theoretisch ein paar hübsche Bilder für Aeon's End. Wenn es denn funktioniert mit dem. Ah, nee, du. War das am Anfang? Klick mal vorne, links, rechts. Ach, guck mal, wir waren zuerst. Wir haben gerade noch ein anderes, nämlich Aeon's End, ein neues Zeitalter. Das macht im Grunde genommen, das hat so eine, ich sag mal, Legacy-Light-Kampagne drin. Das ist auch ein Legacy-Modus, aber viel kürzer. Man spielt nur, korrigiere mich mal, drei Partien? Drei oder Ich glaube vier sind? vier. Vier Vier. sind es. Ja. Und das ist im Grunde genommen ein Roguelike-Modus, den man sich für sein gesamtes Aeon's End-Material freischaltet. Und diese erste Legacy-Kampagne erklärt dir sozusagen die Regeln, wie man den macht. Und dann kannst du all dein Material, auch Sachen aus Aeon's End Legacy, nehmen, um dir so eine Mini-Kampagne zusammenzubauen. Und kriegst da auch Fortschritt, ne? Deine Magier werden mächtiger, es gibt Schätze, die du finden kannst. Und du kannst alles nehmen aus deinem ganzen Aeon's End Set, die du besitzt, und dann geht's los. Da tatsächlich auch ohne was kaputt zu machen. Ohne was kaputt zu machen, genau. Es gibt auch solche Legacy-Spiele, die das natürlich als Art Tutorial nutzen, wo sich's halt extrem anbietet, ne? Dass man sagt, es ist kein richtiges Legacy, sondern du machst trotzdem was auf, du entdeckst was. Viele Leute haben uns gefragt, hä, wo sind denn die ganzen Magier bei Ein neues Zeitalter? Ich sag, die werdet ihr noch kennenlernen, die gibt's da nämlich. Das ist jetzt kein Spoiler, weil das alles da drin ist. Das ist schon ziemlich cool. Also, so kann man es eben auch machen mit einem Legacy-Modus. Hat die Venus auch ein Tutorial drin? Ja, durch die App geführt. Also es ist so ein simples erstes Szenario, wenn ich mich richtig entsinne. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen. Ich kenne das sehr gut, wenn so ein Spiel rauskommt, ne, ist es quasi 1.000 Jahre her, dass man es das in der Hand hatte. Ja. Was noch, worin unsere beiden sich ja total unterscheiden, ist, Aeon's End ist kooperativ, Divinus ist kompetitiv. Und bei Divinus ich kenne relativ wenig kompetitive Legacy-Spiele, die das auch so richtig gut hinkriegen. Manche sind so berühmterweise gescheitert daran, an der Herausforderung, das irgendwie spannend zu halten.
Und bei Divinus gibt es auch so, gibt Fähigkeiten, die man freischalten kann, die sehr, sehr mächtig sind und die einen dann so ein bisschen zum Ziel für alle anderen machen, weil man so ein bisschen vorausrennt, wenn die anderen einen da nicht stoppen. Und das einfach alles zu balancieren, ist halt eine große Herausforderung. Aber da müsst ihr ja auch Erfahrungen mitgemacht haben, vor allem wenn ihr die Kampagne überarbeitet habt, was so die Balance angeht und Fähigkeiten, die ihr da verteilt habt. Was habt ihr so anders gemacht als im Original? Da mussten wir tatsächlich wenig anders machen. Es ging primär darum, wie der Flow der Kampagne ist. Dadurch, dass die Kartensets ganz andere Produktionsherausforderungen hatten, in welcher Zusammenstellung sie gehen. Also wie können wir den Fortschritt der Kampagne gewährleisten? Was ist in den Umschlägen? Also unsere Umschläge sind ganz anders. Also mussten wir den ganzen Flow der Kampagne umstellen. Was geben wir den Leuten und wie? Mir wird gesagt, wir müssen Schluss machen. Time out. Ja, mehr gibt es bei uns zumindest nicht so. Ich bin jetzt total heiß auf Divinus. Ich wusste nämlich nicht, dass es kompetitiv ist. Und jetzt will ich das auch unbedingt ausprobieren, weil, wie du sagst, es ist ganz schwierig. Also es gibt ganz wenige kompetitive Legacy-Spiele. Und das hat natürlich noch was ganz anderes. Jetzt bin ich heiß.